liebe Zuschauer, hier ist Laferlichter Lecker am Samstagnachmittag. Schön, dass Sie zuschauen und herzlich willkommen, liebes Publikum. Das Studio kocht und wir kochen auch gleich. Und ich habe einen Gast an meiner Seite, bei dem ich weiß, dass sie fast alles isst, was es auf dieser Welt gibt. Mal schauen, ob mein Essen heute Abend auch hier schmecken wird. Herzlich willkommen, Desiree Nick. Hallo. Grüß dich. Gibt es etwas, was du nicht isst? Ich weiß ja, worauf Sie anspielen, ne? Und das waren ja alles Naturprodukte, frei von Chemie, öko pur, ne? Ja. Diese Tiere aus dem Dschungel und so weiter, die ich da gegessen habe. Also ich meine, dagegen kann man nichts sagen. Ich glaube, wer ein Marshmallow isst, der nimmt viel mehr Giftstoffe und Chemie und Farbstoffe und Konservierungsstoffe und gefährlichere Dinge zu sich als naturbelassenes Essen. Das ist ja im Grunde sowas wie Austern oder Kaviar. Aha. Pures Eiweiß. Aber ich mag keine Austern. Ja, das ist ja Ihr Pech. Okay, was machen Sie? Ja, ich mache Thunfisch, was Sie sagen, mache ich. Thunfischsteak mit Erdnuss, Korianderkruste und Vanillekrautflecken. Sie haben gut abgelesen, wunderbar, ja. So. Und ich werde zubereiten für Sie, liebe Zuschauer. Und zwar zweierlei süße Teigtaschen und das Ganze auf einem wunderschönen Erdbeer-Carpaccio. Und wenn wir so weitermachen, da gibt es nichts zum Essen, außer es gibt nur ein Gespräch. Ich hoffe, dass der Horst etwas schneller ist heute. Ja, herzlich willkommen. Ich dachte wirklich schon, wir beide kommen gerne wieder ran. Auf der Seite, wir haben uns schon köstlich amüsiert. Ja, ne? Ja, genau. Wahnsinn. Aber es war schon sehr lustig, oder? Horst, wobei ich eins sagen muss, hörst du unter sich, aber ich mag trotzdem lieber Marshmallows, weil die muss man vorher nicht rasieren. Ja. Aber wir werden lecker kochen heute. Und nicht in die Fritteuse schmeißen. Nein. Wie die, wie Ameisen und so auch. Oder? Nee, komm, hör auf. Gibt's ja alles in China. Gibt's ja, müssen wir aber nicht haben. Horst wird heute kochen ein sensationelles Zwiebelsüppchen. Schön mit Weißwein drin, mit lecker Brot, Croutons. Lecker, lecker. Ja. Und ich habe mich trotzdem so ein kleines bisschen vom Kaviar verleiten lassen, weil ich möchte auch Eier machen, aber ich bleib beim Huhn. Und das mache ich in so einem richtig leckeren Specksößchen. Dazu ein herrliches Kartoffelpüree. Und da wir schon einmal Speck dabei haben, werde ich den nur noch im Backofen backen dazu. Gut. Mal so richtig was Bodenständiges. Super. Aber ganz ehrlich, Horst, was wäre diese Sendung ohne den Mann, der Kochen erfunden hat? Ja, das wäre traurig. Meine Terranfeld-Ballerina, Johann. Hallo, Johann! Was? Ja, könntest du das, was diese schon mal essen musste, könntest du das essen? Also ganz ehrlich, nein. Nein? Ganz ehrlich, nein. Also selbst wenn ich unfassbar viel Hunger hätte, sind da Sachen bei, wo ich sage, okay, ich hätte wahrscheinlich eher den Tieren das Essen weggegessen, hätte ich so einen Baum weggefuttert. Aber ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Weißt du, so Känguruhoden, mein lieber Herr Gesangsverein, ich habe bei Kaviar schon Probleme, lieber Herr Störch, von, möchte von niemandem die Eier im Mund haben. Nee, nee, das geht nicht. Nein, nein. Ich würde das nicht schaffen, aber meine Bewunderung. Und eins muss man natürlich sagen, Johann, all diese Dinge da sind ja in anderen Ländern wirkliche Spezialitäten, wofür Menschen viel Geld bezahlen, um also, das essen zu dürfen. Also, die stehen, die bezahlen dafür nicht mal viel Geld, sondern für Känguruhoden zahlt man in Australien wenig Geld. Wenig Geld? Ja, die stehen nämlich für 7 Australische Dollar im Regal, im Glas, als Partyfood. Das ist für die sowas wie bei uns Soleier, ne? So Sol-eingelegte Salzeier oder Gürkchen, was man bei so einem doch bodenständig schlichten Buffet gerne dabei hat. Jetzt mal aber zum fachlich. Also, machen wir, wie geht das? Ja, ja, ja. Hau die Zwiebeln rein. Ist ein bisschen heiß, gell? Zwiebeln auch mal rein. Dazu. Das kommt da rein? Genau, alles rein. Kommen noch die Nüsse gehackt. Reicht das oder das mehr? Reicht. Perfekt, perfekt. So. Und das gebe ich auch dazu und rühre dann alles. Aber erstmal die Butterschaum grün, ja? Ach so. So, jetzt kochen wir erstmal, machen wir die Kruste. Das heißt, Desiree macht die Kruste für das Thunfischsteak. Butter schaumig geschlagen. Ich würde es ja zu Hause mit meinem Zauberstab machen. Kennen Sie Zauberstab? Ja, kennen Sie doch sicher. Auch schon mal blöde aufgefallen. Ich stelle mich doch nicht mit einem Schneebesen hin und mach Butterschaumig. Also ich kenne meinen, ich kenne meinen Zauberstab, aber Ihren kenne ich nicht. Sagen Sie mal, ich werde Sie doch nicht etwa verleiten. Ich werde Sie doch
mich in der Küche zu so unanständigen Fantasien verleihen. Wir Kochsendung, jetzt auf. Wir landen mit Ihnen landen wir noch auf einem ganz anderen Sendeplatz, wenn Sie so weitermachen. Aber da, wissen Sie, da habe ich so ein hohes Gefäß, ne? Und mit dem Zauberstab 5, 6 Mal ist es schaumig. Mache ich doch ständig bei Süßspeisen. Ja, das ist keine Süßspeise. Ja, aber das spielt ja keins, es tut ja nichts zur Sache. Ne? Es geht darum, dass man die Butter schaumt. Ich glaube, da könnte ich Ihnen doch noch hier und da und dort einen Tipp geben. Ne? Wie man das als Hausfrau... Hier ist mein Daumen. Ja. Ja, ich würde jetzt gerne mal sehen, wie Sie das jetzt machen mit dem Zauberstab. Ja, ich weiß, aber da würde ich ein anderes Gefäß nehmen. Da braucht man nämlich ein hohes Gefäß. Ne? Aber ich mach's Ihnen zuliebe, ne? Ihnen zuliebe. Also. Es geht gar nicht, da braucht man ein schmales Hohes. Aber ich mach's halt, ich habe viel zu wenig drin. Nee, also verarschen kann ich mich selbst. Das mache ich nicht. Wir brauchen keinen Zauberstab. Nee. Wir müssen nur einstecken, dann geht der auch von alleine los. Naja, mit Fett eingeschmiert ist es ja schon, ne? Ja. So, Johann, ich beneide dich heute wirklich um deinen Gast. Ja, und wissen wir, warum ich Sie beneide? Warum? Ich muss mal auf den Namen gucken. Ich beneide Sie um Ihre Küche, weil Ihr Kochstil ist ja der meinige. Ich bin ja hier falsch besetzt, weil genau Ihr Kochstil ist das, was ich kann, was ich vertrete und wie ich koche. Komm, geh rüber. Und das ist ja für mich hier wie Lernküche, also Fortbildung. Ich verbuche das unter Fortbildung. Kein Honorar an Frau Nick heute, bitte. So, jetzt haben wir hier. Poche gleich rein. Der Poche auch rein. Rein, komm. Das sind jetzt Haselnüsse geröstet oder Erdnüsse geröstet und Weißbrotrösel. So, jetzt schön glatt rühren. Noch ein bisschen Salz und Pfeffer rein, dann passt es. So, passt. Ja, das sieht so ein kleines bisschen aus wie im Sandkasten, was die Frau Nick da bei dir tut. Nein, nein, nein. Jedenfalls schon mal. Könnte auch ein Klops werden. Gut, Salz und Aber vielleicht überlege ich mir das auch und mache Klöpse draus. Ne? Ne? Vielleicht kochen wir hier heute ein Gericht, was Sie selbst noch gar nicht kennen. Herr Lafer. Wenn das so weitergeht, bin ich mir fast sicher. Oh wei. So, lieber Horst, jetzt sind wir beide mal ganz in Ruhe dran. Ne? So ein schönes Zwiebelsüppchen ist ja was Herrliches. Wunderbar. Vor allen Dingen, wenn man sie frisch kocht, dann ist auch keine Hexerei, dass man dafür wirklich Stunden um Stunden braucht. Was du jetzt gemacht hast, da sind wir ja noch nicht wirklich zugekommen. Zwiebeln fein geschnitten, Porree fein geschnitten, ein bisschen Butter, einen kleinen Tropfen Öl. Jetzt lassen wir Zwiebeln und Porree schön andünsten. Dann löschst du gleich, nachdem du mit Tomatenmark ein klein bisschen Bindung reingebracht hast, mit Weißwein ab, lässt es ein bisschen einreduzieren, damit Zwiebeln mit Weißwein schön ein bisschen Kraft entwickelt, mit einer schönen Fleischbrühe angießen. Kochen lassen, frische Kräuterchen dran, bisschen Salz oder bei Johann Fleur de Sel. Ja. Ja? Und dann wird dazu. Fleur de Sel bei Johann. Bei Johann uns, ist Fleur de Sel. Ja. Normal, ja. Okay. Als Johann mich das erste Mal gesehen hat und hat gesehen, dass ich Salz nehmen wollte, sagte Horst, nur im Winter da einfach mit streuen. Wir würzen mit Fleur de Sel. Das ist eine ganz andere Nummer. So, und dann machst du gleich bitte noch die Creme für das Brot zu bestreichen. Dafür haben wir hier einen wunderbaren Käse, ein bisschen Senf und Eigelb. Gut? Dann müssen wir ein Schüsselchen machen. Da hinten ein Schüsselchen dafür. Ja. Genau, richtig. Okay. So, und ich mache so ein richtig schönes Specksößchen. Dafür habe ich so einen herrlich kräftigen Speck. Auch in grobe Stücke geschnitten. Wunderbar. Den lassen wir jetzt richtig ausgehen. Es ist schade, dass es kein Geruchsfernsehen gibt, weil das riecht ja so lecker. Ne? Überhaupt, ja, aus beiden Töpfen riecht es schon wunderbar. Ja, so Speck. Oder? Könnt ihr das riechen? Ja, warte mal. Lecker, ne? Da sagt jeder Vegetarier, lieber Gott, lass es Gemüse sein. Ne? So. Also die Käse hat jetzt versucht, macht gerade diese Kruste. Jetzt geht flach in so einen Beutel. Den muss man erstmal richtig gleichmäßig auseinanderziehen. So. Und jetzt hier. Kommt mir vor, als würden Sie eine medizinische Untersuchung machen. Also. Ich finde, das hat ein bisschen was Unanständiges.
Ne? Also als meine Oma gekocht hat, da sah das anders aus. Nicht, dass die mit einer Pfanne auf den Plastikbeutel haut. Ne? Ja, aber ich will doch nicht. Gehen Sie mal, ich will jetzt, sonst sind Ihre Hände noch drunter. Ja, wunderbar. Ne? Ja, also. Wunderbar, guck mal, wunderbar, so. Ja. Ne? Ist doch wunderbar. Ja, das ist die größte. Toll. So. Da staunen Sie nämlich. Soll ich Ihnen mal sagen, woher ich das kenne? Wann ich das mache? Vom Apfelstrudelteig flach machen. Ja? Ja, da mache ich immer den großen Teig erst so 6-7 Mal, dass der richtig breit und dünn ist. Und dann ist der schon mal vorgeplättet. Und dann kann man noch mal richtig mit der Kuchenrolle drüber. Aha, okay. Ne? Das sind doch die rudimentären Prinzipien des Erfolges beim Kochen, die ich hier zu vermelden habe. Ne? So, jetzt bitte flach in die Tiefkühler legen. Und sowas nennt sich heute Kochen, ja. Ist aber noch nicht ich habe das Gefühl, als wollte ich zum Wäscheschrank. Ist das die Vorspeise hier? Oder? Nein! Jetzt da rein! Mutti da. Hat gekocht, Kinder, kommt essen hier. Das ist übrigens Astronautennahrung. Das kriegt man auch im Tübchen. Naja. Oh, wei, oh, wei. So, ich habe den Speck noch ein bisschen Gesellschaft verschafft. Und zwar grob gewürfelte Zwiebelchen. Und jetzt mache ich wie früher so eine kleine Mehlschwitze. Was? Ein bisschen Mehl drüber. Ja, Johann? Das Klopfen hatte Konsequenzen. Das Klopfen? Mein Öl steht und mein Herz steht unter Öl. So, jetzt lösche ich das Ganze ab mit ein bisschen Gemüsebrühe. Weil so eine herrliche, schöne Specksoße. Mhm. Jetzt will er und dann mir kommt gleich noch ein Peter bisschen dran, was das Ganze so richtig lecker macht, Horst. So, komm her. Sahne. 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 Aha. Weißt du, was ist ein Specksößchen ohne Sahne, oder? Mhm. Außerdem, warum haben wir die Kühe so mühselig großgezogen, wenn wir nachher nichts von denen nehmen, ne? Ja, eben. Deswegen sind mir die Inder so sympathisch, da sind die Tiere heilig. Ja, bei mir haben die Viecher Angst. Wenn die mich sehen, dann schmeißen sie am Boden, halten den Euter fest. Ja, weil die, glaube ich, Horst kommt. Die Sahne, die Sahne. Ja. Sag mal, hauen wir den... Den Weißwein kannst du Weißwein rein. Da muss doch nicht mit alles, Horst. Alles? Ist doch für uns. Hör mal zu, ja, genau. Ne? Ja. Genau, das ist so eine richtige Weinschorle mit Zwiebelchen. Ne? Ihr seid übrigens ein ganz tolles Publikum. Weinschorle. Muss ich euch sagen. Danke. Mit Zwiebelchen. Guck mal, jetzt tun wir hier noch ein bisschen Sahne bei. Salz, Pfeffer, frische Muskatnuss. Muskatnuss ist ja auch eine ganz tolle Frucht. Ich vergesse nie, wie meine Oma das erste Mal im Leben eine Muskatnuss hatte. Und? Die hat sogar sicherheitshalber die Zähne raus, die noch mal 3 Stunden die Muskatnuss gelutscht und hat dann irgendwann gesagt, Horst, wann kommt hier das Karamell raus? Ist ja mal ganz neu. So. So. Wir machen jetzt zu dem Thunfischsteak dazu Krautfleckerl. Das heißt, ist was? So. Ich koste mal roh, ob die in Ordnung sind. Das ist Weißkraut, das ist Rohkost übrigens, ja. Weißkraut wird jetzt angebraten in Olivenöl. Dann kommt dazu Vanillezucker, Salz und Vanillestange. Schön anbraten. Und das, heiß werden lassen. Genau, und das sind Fleckernnudeln, ja? Das sind Nudeln, die werden jetzt gekocht im kochenden Wasser da vorne. Haben Sie Salz schon drin? Habe ich drin, ja. Probieren? Na, ich glaube es Ihnen. Das werden Sie ja nur wohl können, ne, bei der Karriere. Also was? Ja, quasi so, wie wenn Schumi mich zur Ecke fahren würde, ne? Wer hat Sie eingeladen, Tonic? Ja, so. Okay, gut. So. So, jetzt soll ich warten, bis es heiß wird. Den Herd kenne ich nicht. Ich hätte es auf 9 gemacht. So, jetzt geht's gleich los. Das Kraut anbraten, gell? Die Nudeln einmal aufkochen lassen und dann schön ziehen lassen. Nicht alles, die Hälfte. Was machen Sie mit der anderen Hälfte? Kannst du auch hier. Machen wir später. So, ich mache jetzt hier so süße Teigtaschen. Und zwar habe ich hier Quark. Soll ich
Semmelbrösel, Zimt, Zucker, Macadamienüsse, alles gut vermischt. Und jetzt machen wir gleich hier die dünnen Mandanblätter, die kann man so kaufen, das ist ein spezieller Teig, gefüllt mit dieser Creme. Macht zweierlei Füllungen. Hallo? Ja, wo ist Vanillezucker? Wo? Wo ist Vanillezucker? Hier am Tisch. Ist ja nicht meine Küche. Das ist Vanillezucker? Ja, wissen Sie, ich staune. Sie haben zu mir gesagt, ich soll das Weißkraut da reingeben. Wissen Sie, was ich gemacht hätte? Was hätten Sie gemacht? Ich hätte erst den Zucker mit dem Öl karamellisieren lassen. So wie wenn man quasi Sahnebonbons macht. Und wenn das anfängt zu stocken, dann hätte ich das Kraut dazu gegeben. Aber es war ja nur mein Vorschlag, ne, ja, für Sie persönlich von mir. Ich lerne ja noch dazu. Ja. Wollen wir nicht noch einen Stich Butter ran tun? Mach ich eigentlich immer. Ja, klar. Kann ja nie schaden. Ja. Ne? Nehmen wir Brot drauf. Okay, jetzt gehen wir wieder weg nach hinten. Was? Sag mal, Desiree, hättest du, darf ich überhaupt Desiree sagen? Du kriegst Lust, hier mitzumachen bei mir, ne? Ja. Sollen wir beide mal, nicht mal, ich meine, das ist jetzt für mich schwer. Darf ich du das sagen? Ja, ja, ich bin der Horst. Ne? Guck mal, ja, das lieben wir doch, ne? Das lieben wir. Guck mal, was liebt ihr? Das weiß man doch, dass das schmeckt. Ne? Da muss man gar nicht mehr essen, da wird man schon satt vom Zugucken. Das geht mit dem Lafer nicht, was wir hier machen. Nein. Das geht mit dem Lafer nicht. Joel, ich finde dich gar nicht so schlimm. Guck mal, so fängst du an, ne? Ja. Meine Damen und Herren, ich weiß gar nicht, was du hast, meine Damen und Herren, diese Zwiebelsuppe kannst du nicht essen. Auch an euren anderen Töpfe gegenseitig. Ob wir an die anderen Töpfe gehen? Jetzt sind wir wieder bei Wetten, das ist das. Lass mal sehen. Gib mir auch mal einen Löffel, ich muss auch mal probieren. Dein Essen nicht dran. Der lässt dich nur an den Weibern rumfummeln, offenbar. Ja, er traut sich nicht. Desiree, ich möchte dich mal einladen bei mir in der Küchenschlacht. Weil du merkst, dass ich Ahnung habe. Ja. Was ist ein Küchenschlacht? Ist eine ganz tolle Sache. In deinem Restaurant? Ich lade dich mal ein dazu, ja? Komm her. Ich komme. Ah. Siehst du, sie kommt, Johann, ja, zu mir in die Küchenschlacht. Ja, weil so, das ist ja. Hast du mal probiert? Apropos Einladung, liebe Zuschauer. Ich habe auch eine tolle Einladung. Oh ja, Johann, da freue ich mich sehr drauf. Ja? Ja. 100. Sendung von uns beiden. Nach Mallorca im Juni. Ja, wer möchte mitkommen? Live. Ich habe ein bisschen aus Mallorca und zwar am 13. Juni. Wer mehr wissen möchte, unter www.laferlichter.zdf.de oder eine Telefonnummer für Sie 06131 70 21 75. Dort werden Sie erfahren, wann wir auf Mallorca sind und Sie können gerne mit uns mitkommen. Wir würden uns wahnsinnig freuen. Ja. Also wenn ich als Zuschauer jetzt könnte, ich würde mitfahren. Weil überleg mal, live aus Mallorca. Wunderbar. Laferlichter lecker. Oh. Auf großer Bühne. Oh. Johann kommt mit einem Jetski angeflogen. Auf der Suppe, die er gerade kocht. So, ich im Stierkampf-Arena. Es wird ein Träumchen. So, also du musst jetzt die Creme fertig machen für die Brote. Ich bin sofort da, Johann. Deine Suppe schmeckt nicht. Also. Meine Suppe schmeckt nicht? Nee. Oh. Wir sind ja auch noch nicht fertig, Johann. Gönn mir die Zeit, sie fertig entstehen zu machen. So, ich mache jetzt hier Teigtisch. Was heißt, die schmeckt nicht? Kommt schon. Kommt schon, ne? Ja, so haben wir Schüssel. Früher reingehen da noch. So, jetzt mache ich hier die Teigtäschchen. Und zwar habe ich hier diesen Teig mit der Füllung. Wenn ihr einfach oben so zusammengefaltet. Genau. Du machst das Eigelb. Ja. Das ist ja im Grunde, was Sie da machen, aber was er da macht, das ist ja eigentlich eher basteln als kochen. Ne? Fast schon basteln. Bitte auch eins machen. Johann, wie heißt das, was du da machst? Ich soll eins machen? Ja, sicherlich, mehrere. Johann. Was sind Teigtaschen? Teig.
Deigtaschen. Dimsam sagt man auch dazu. Deigtaschen im Sandsack. Was? Deigtaschen im Sandkasten. Das geht ja schneller, als ich dachte. Ja, sehen Sie mal. Ja, wenn man Weihnachtssterne machen muss und dergleichen, ne, da kriegt man das auch auf die Schnelle hin. Sieht ja schlimmer aus, als es ist eigentlich. Aber Weihnachten dauert noch. Liebe Desiree, gibt es irgendetwas, was du nicht wirklich kannst? Weil ich merke, ich zeige halt nur immer die Dinge, die ich kann. Die Dinger, die ich nicht kann, die Dinge, die ich nicht kann, die zeige ich gar nicht erst. Aha. Ich kann ja mal deine Steuer machen, da wirst du sehen, was ich alles nicht kann. Sehr schön. Sehr schön. Das wäre aber auch was ganz Spannendes für Finanzamt. Stell dir mal vor, du. Obwohl, das wäre mal eine ganz große Schlagzeile. Desiree Nick macht für Johann Lafer und Horst Lichter die Steuererklärung. Ja. Und noch größer wäre die Schlagzeile, wenn wir dann den Finanzbeamten zum Essen einladen und der sagt, ist alles in Ordnung und macht nichts. Obwohl, ich glaube, du hast schon mal für einen probiert, die Steuer zu machen, für den Zumwinkel, ne? Ja, das ist in die Hose gegangen. So, Füllung Nummer zwei. Schön Käse rein. Das ist Nougat. Ja, machst du noch ein bisschen mehr. Amarettini und Aprikosen, klein geschnitten. Das ist die Füllung Nummer zwei. Ja. Wir haben zwei verschiedene Täschchen jetzt. Ich merke jetzt erst, dass Sie die Nachspeise machen. Ich dachte, das sind italienische Nudeln mit Ricotta, was Sie hier kochen. Das ist der Nachtisch? Sag mal, Wahnsinn. Ich dachte echt, dass das so eine wie Ravioli, so nur auf schicker, wissen Sie? Sag mal. Ach, das ist die Nachspeise. Ravioli für Reiche. Mhm. Ja, dann ist es ja, wirkt es ja auf mich jetzt recht österreichisch, ne? Ja. Da oder? Kommt Johann auch, glaube ich, her. Erinnert so an diese Tascherln und sowas. Ja, und genau. An diese Aprikosen. Tascherln. Ne? Tascherln. Die heißen ja auch Wantannen, wenn ich jetzt Wantannen, weißt du? Was ist denn jetzt hiermit? Da wird ein Fond angegossen. Dann bitte als nächstes die Thunfischsteaks rein und braten. Ja. Ach, hast du auch verstanden? Aber extra. Extra oder hier in der Pfanne? Nee, extra. Und soll das weiter braten oder ist das fertig? Jetzt kommen die Nudeln dazu. Also, Horst, du hast die Creme fertig. Ja. Käse, Eigelb, Senf. Kannst du mir ein bisschen Salz, Pfeffer abschmecken? Mach ich. Brot kannst du dir jetzt ein bisschen ausstechen. Salz wahrscheinlich nicht, weil da ich habe Käse genug. Genau. So, dann das Brot damit bestreichen und den Backofen schön ein bisschen bei Oberhitze überbacken lassen. Weil das setzen wir nachher auf die Zwiebelsuppe oben drauf. Finger reinstecken. Ich bin gerade hier Eier am Pellen. Specksößchen habe ich fertig. Muss ich gleich nur noch mal nachschmecken. Kartoffeln habe ich gekocht. Gleich werde ich lecker Püree machen nach einem Rezept von Johann Lafer. Halb Kartoffeln, halb Bütterchen. Lecker. Na, Johann, Speck habe ich im Backofen, schön zum Ausbacken. Sag mal, auf Mallorca, was ziehst du da an, wenn wir da stehen? Da hätte ich mich schon ein bisschen vorbereite. Obwohl, ich würde Desiree sehr gerne auch einladen nach Mallorca. Ja, ich glaube, damit ihn ein Bikini anhat, ne? Obwohl, Johann steht das. Bikini und kleines Schirm. Bikini und kleines österreichisches Kellnerschürzchen. Genau, ist jetzt genug. So. Also jetzt würde ich sagen, erstmal vielleicht kannst du mal kurz telefonieren. Mit wem denn? Sag ich dir gleich. Ja, guck mal, neben dem. Bei uns rufen Leute an, die wollen immer was wissen, wir rufen dann zurück, ja? Was? Da ist jetzt jemand. Wer ist da dran? Müller-Moll. Hallo? Hallo, hier ist Henrike Müller-Moll. Ja, guten Tag, Frau Müller-Moll. Worum geht's denn? Kann ich Ihnen helfen? Das ist ja reizend, dass Sie am Telefon sind, aber ich wollte eigentlich Herrn Lafer oder Herrn Lichter fragen, wie man eine trübe Suppe wieder klar bekommt. Ach, da gibt's doch alte Hausfrauenrezepte. Da muss man doch ein bisschen Eigelb beigeben, ne? Was? Also, wenn ich Herr Lichter wäre, würde ich einen Pfund Butter und einen Liter Sahne reinschmeißen, aber ich weiß es nicht genau. Nee. Aber da
gibt es solche Kalenderrezepte, ne? So die weiß alter Sagen und Hausfrauenschatz irgendwie. Was? Ich erinnere mich, es gibt da so Tricks, wie man auch eine Mayonnaise, die gerinnt, durch wenige Tropfen irgendwie noch mal retten kann. Ja. So kann man auch die, in diesem Fall das, was so die Kandidatin jetzt wissen wollte. Keine Kandidatin, ich eine Anruferin. Wir sind doch im Fernsehen, da sind doch alles Kandidaten, die auf Sendung sind. Also ein bisschen Eiklage nehmen. Eiklage nehmen, aufschlagen, genau. Unter die Suppe stehen lassen. Die muss ganz kalt sein. Genau, die Suppe muss ganz kalt sein, dann gehen die Trübstoffe, binden sich mit dem Eiklage und dann kann man es abschöpfen. Okay. Wenn das nicht nützt, dann kann man immer noch mal die Suppe durch ein Seidtuch, also durch ein, ich sage jetzt mal Küchentuch, durchpassieren, da bleiben noch mal Trübstoffe drin hängen. Okay. Und dann ist die Suppe wieder klar. Hängen bleibt, macht man eine Gesichtsmaske, ja. Ja. Nee, also. Oder es geht auch, wenn man am Anfang bei der Suppe kochen eine Zwiebel reinmacht, die man vorher mit der Schale lässt, durchschneidet und in der Pfanne anbrät, schön braun, dann okay. reinlegt, dann wird die Suppe auch bei ganz langsamem Köcheln wird sie klar. So. Okay, vielen und Dank. Schön gelb. Ja, ja, durch gelb die Röststoffe wird die Suppe dann wunderbar gelb und sieht sehr gesund aus. Frau Nick, haben Sie noch einen Hausfrauentrick? Naja, aber ich bin ja stolz, dass ich schon mit dem Ei relativ richtig lag. Ich habe nur das Ei klar mit dem Eigelb verwechselt, was natürlich. Okay, dann weiß ich Bescheid. Haben wir Ihnen geholfen? Ja, wunderbar. Ich danke Ihnen und noch viel Spaß. Danke, tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss. Das ist jetzt fertig. Jetzt müssen wir die Steaks schneiden und die Steaks braten. Ist das hier an jetzt? Nicht, dass es ansetzt. Das ist aus. Oh, so, Horst. So, das wäre fertig. Weil ich natürlich gerne gehabt hätte. Was? Aber das kriegen wir vielleicht nachher noch hin, dass das Brot vorher ausgestochen hätte. Ah, ja, weil's ja, damit ja, wir ja, schöne, ja, ja. Schöne Förmchen am Tisch haben. Mhm. Na, wir gucken mal, ob wir das noch hinkriegen. Das kriegen wir noch. Richtig ausgestochen. Ja. Naja. Es geht so, ne? Geht. Es jede so. Na also. Ja, können wir ja noch ein bisschen schöner schneiden. Mhm. Schieb die Dinger mal in den Backofen, dann gucken wir mal, ob sie schön braun werden. Ich mach das erst mal. Und ich probiere mal dein Süppchen gerade. Ich brauche nur zwei. Und dann muss ich mich an mein Kartoffelpüree machen. Guck mal. Die sind leicht verunglückt. Also langsam schmeckt sie. Diese kleinen Dinger. Schmeckst du langsam? Johann, kommst du mal probieren, ganz kurz? Ja, ich komme. Moment. Mal jetzt gerade die zweiten Taschen. So. So, denk einfach dran. Stell dir mal vor, du hättest nichts zu essen gehabt. So ganz langsam, ne? Frag mal die Desiree. Ja, Desiree, magst du mal unser Zwiebelsüppchen probieren? Ah, das wird mir bestimmt schmecken. Du, wenn du hierher kommst, ohne was zu verschütten, dann ja. Desiree, ich habe eine ganz ruhige Hand bis kurz davor. Warte mal. So. So. Flöß es mir ein. Ja. Das ist ja so, scharf. Ja, 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 ja. Ist das wie ein Konzentrat? Das liegt an den beiden Köchen. Also ich finde es ein bisschen scharf. Das ist so wie eine Essenz. Da kommen jetzt nur noch 400 Liter Wasser drauf. Ja eben, das ist ja wie eine Essenz. Das muss jetzt gestreckt werden. Also Desiree, ganz ehrlich, ich hätte nie gedacht, dass du so handlich bist. Ja, Desiree, ja? Du bist die erste Köchin, die versucht, in eingekochter Brühe Fisch anzubraten. Wieso? Ich habe doch Olivenöl. Ich habe doch das hier rein. Das ist Brühe. Ah Gott. Aber so der Mut. Ich habe Beweise doch Mut am Herd. Gucken, vielleicht wird es doch was. Ja, genau. Oder? Wir strecken das mit dem Zauberstab nachher. So. Weißt du? Womit strecken wir das? Mit dem Zauberstab natürlich. Komm, Wein hilft immer. So, jetzt schneiden wir. Das ist sowieso ein ganz alter, der ist 53er Baujahr. Das muss weg. Der muss weg. Ja. Genau. Probieren wir gleich noch mal in Ruhe. Horst, ich bin mir sicher, dass du das hinkriegst. Wenn du das Brot heute noch in den Ofen tust zum Bräunen, kriegen wir das auch hin. So, die Eier habe ich geperlt. Jetzt probiere ich mal mein Sößchen. So, wie du gesagt hast, schön rund ausgestochen, siehst du? In den Ofen oben. Also, so. Ja. Vielleicht noch ein Spritzerchen Salz rein. Ne?
180 Grad. Seitdem ich mit Fleur de Sel arbeite, brauche ich immer mehr davon. So. Ich lasse mal ganz kurz Horst und dann gehe ich an mein Püree, bevor das nachher nicht fertig wird. Ja. Oh, Desiree, du schneidest Thunfischsteaks so, wie ich es schneiden würde. Unter 400 Gramm ist Carpaccio. Sehr schön. Toll. Gnädige Frau, möchten Sie mal probieren, ja? Augen zu und erst später sagen, wie es schmeckt. Vier oder zwei? Nehmen wir zwei. Gut. Gut? Ja. Gut. Dankeschön. Sag mal, hast du irgendeine Frage vielleicht zu dieser Küche oder zu unserem Verhältnis hier oder küchentechnisch? Das Verhältnis ist sehr interessant. Sehr interessant, ja. Ja. Aber eine Frage habe ich gerade nicht. Ehrlich nicht? So, erzähl es uns. Jetzt schön wieder mit dem Löffel umdrehen. So. Schon jetzt, ja? Ja, ganz kurz nur. Es darf nur ganz kurz angebraten werden. So, komm her. Brot hast du im Backofen, ja? Und dann auch schön am Rand rundherum, so. Ja? Aufstellen? So, aufstellen, rundherum aufstellen. Drei, ringsrum, genau, nimm bitte den Löffel, nicht das Messer. Ja. So, genau. Hallo? So, wunderschöner frischer Thunfisch. Von der Farbe her sehr schön, ganz hell. Und der ist aber wirklich schön, ne? Ja. Also so ein schönes Steak hier oder draußen der Tag gemacht. Macht er gern, ja? Lecker. So, jetzt. Ich verbrennt ja hier jetzt langsam. Jetzt nehmen wir das raus. Hier kommt er rauf und wir stehen da. Mit Messer will ich nicht kochen in der Pfanne. Ja, ich mach's ja. Sie sollen es ja auch nicht. Ich mach's. Ich kann gut mit Messern umgehen. Ich mach vieles mit Messer. Ganz komisch. Also ist doch aber meine Pfanne, quasi wie ein Pfannenheber. Meine Pfanne tut mir leid. Ach, weil das ist zerkratzt oder so. Ja, sie ist zerkratzt. Ist die da nicht drüber erhaben heutzutage bei der modernen Technologie? Die Pfannen, ne? Soll ich hier die beiden auch noch machen? Nein, bitte hier. So. Stückchen rausschneiden, genauso groß wie Steaks und oben drauflegen. Guck mal, die Astronautennahrung kommt zurück. 180 Grad haben wir auf dem Ofen. Aber erst rausnehmen. Ja. Nein, erst schneiden. Mit Folie. Mit Folie schneiden. Das ist nicht anbrennen. Ja. Mit Folie schneiden. Vorsicht. Ja, hier ist schön. Den holen wir jetzt raus. Oben läuft es nicht. Guck mal hier, in der Sendung kriegt sogar der Speckapplaus, weißt du, das ist ein Publikum. Schau mal, wie der ausschaut. Ja, weißt du, der muss schön knusprig sein, dass du drauf beißt und der knackt so weg, dass du sagst, ja, dann fällst du Bier an den Tisch. So, also damit bin ich zufrieden, jetzt machen wir schnell Püree und deine Suppe müssen wir noch mal ein bisschen was dran arbeiten. Ja, glaube ich auch. Ne? Ich glaube, der Wein war doch sehr extrem. Ja, der war ein bisschen sauer. Ja, vielleicht sollten wir noch was mehr Wein dabei trinken nachher. Ja, lass mich mal probieren. Sollen, ja. Vielleicht kriegen wir da doch noch ein bisschen. Weil eigentlich sollte eine Zwiebelsuppe so lange kochen, bis sie schmeckt. Nein, dass die Zwiebeln auch schön sämig werden, weil die binden dann automatisch die Suppe. Eine Zwiebel ist eigentlich süßlich, wenn man sie anbrät. Naja. Obwohl, ich finde sie jetzt lecker. Jetzt ist es schon besser, gell? Ich habe Zucker reingemacht. Ja, siehst du? Mhm. Also, ich finde es gut. Naja. Desiree, möchtest du mal eine Erdbeere? Na, was stellst du sie mir her? Nein, ich dachte, du möchtest noch mal mein Zwiebelsüppchen. Also, ich bin skeptisch geworden, was deine Suppe anbetrifft. Du musst da wirklich viel getan haben, damit sich das noch ändert. Ja, ich habe einiges dran getan. Horst hat noch mehr dran getan. Und wir beide sind eigentlich jetzt langsam so, dass wir sagen... Ganz zufrieden jetzt mittlerweile damit. Du achtest auf dein Brot, Horst. Sag mal, auch, kochst du tatsächlich privat auch mal? Ich koche, ja. Was kochst du denn so am liebsten? Ist so recht? Du, ich koche eigentlich auch so mehr so deine Richtung hier. So, weißt du, so, so schön bodenständig. Rouladen, schöne dunkle Bratensoßen und so Sachen. Das ist meine Spezialität, weißt du? Weißt du, so ein Bratensößchen, wo Kartoffelchen drin verschwinden kann. Ne? Richtig, genau. Und das lieben die auch bei mir zu Hause. Da ist es mir zerbrochen. Meine Frau. Ja, dann hier drauflegen, so. Das ist auch mein Fall. Jetzt die andere Folie abziehen. Ach so. Es zerbricht. Das macht nichts, schmilzt er wieder. So, und jetzt das Steak bitte in den Backofengrill stellen und dann schön... Ach, von der anderen Seite nicht. Nein, nur da. Und jetzt im Backofengrill ganz oben schön überbacken lassen, ja? Das schön schmilzt. So machen? Pass auf. Nichts, so lassen. Das heißt nicht. Nee, so oben rein, ganz oben. So, Püreechen nur mal.
Da überlege ich gerade noch, ob wir da nicht noch irgendwas haben. Aber wie gesagt, in den oberen oder unten? Ganz passt ja gar nicht, das Blech. Ja, andersrum. Ach so. Ich dachte, es vielleicht eine totschicke Mikrowelle. Und das ist alles jetzt erledigt hier. Ja, ist erledigt. Kann mir den Tiefkühler. So, der Zauberstab geht gut. Ja, sehen Sie, sind Sie doch drauf zurückgekommen, ne? Titi. So. Okay, jetzt da. Wie weit bist du jetzt? Jetzt weiß Johanna das Rezept nicht mehr. Kühlschrank bitte, ja, Kühlschrank. Horst, wie weit bist du? Ich bin ziemlich gut im Rennen. Meine Taschen ausfrittieren. Im heißen Fett. Übrigens, bei Kartoffelpüree ist gut, wenn man vorher schon mal Salz bei den Kartoffeln hat. Das habe ich vergessen. Kann man ja nachtun, ne? Süßchen ist so scharf. Ich muss ja nur mal zeigen, was man so falsch machen kann zu Hause. Ne? So. Das hier ist auch erledigt. Genau. So, jetzt brauche ich Schnittlauch, bitte. Ganz fein geschnitten. Soll ich machen? Ja, bitte. So, jetzt da. Kann man hier vielleicht mal gucken, die Taschen bei mir im Fett sind schon soweit fertig. Guck mal hier, schön gefüllt. Die gehen ja dann ganz schnell, ne? Jawohl! Komm mal her. Wie lange denn? Eine Minute? 30 Sekunden? Nee, so 2 Minuten. Komm mal her. Gute Däschchen. Jetzt machen wir hier auf das Erdbeer-Carpaccio drauf erstmal Puderzucker. So, dann kannst du da vorne versuchen, Horst, dieses Brett so zu befreien, dass man es erkennt. Mhm. Weil dann kannst du nämlich schon mal. Ganz so fein schneiden, ganz fein. Und wir überlegen, in welche die wir gleich reintun. Sage mal. Ja, ich sage mal. Hier machen wir noch ein bisschen größer. Ne? Größer nochmal. Gut, da musst du Finger lange draufhalten. Ja, es gibt so Dinge, da muss man ganz kurz anfassen und andere Dinge, da muss man lange draufhalten, bevor sich was tut. Passt. Was haben die Leute für Gedanken, Johann? Weißt du? Weißt du, Kochen ist die Erotik. Ja, beim Kochen ist wirklich Erotik, ne? Dass Sie noch keinen Spiegel an der Decke in Ihrer Küche haben. Das war der Verbesserungsvorschlag des Jahres für alle Köche. Stell dir mal vor, du gehst mit dem Lackkleidchen in die Küche, Spiegel an der Decke und dann sagst du, heute koche ich ein Gurkensüppchen. Und da bist du ganz weit vorne. Du. Junge. Na, es war sehr unanständig. Warum ausgerechnet eine Gurkensuppe, ne? Ja, da war's. Jetzt ist aus. Ne? Ja, jetzt hören wir aber auf, oder? Und wir hören auf, wir beide. Wir hören auf jetzt. Wir nehmen aber da glauben wir ja noch nicht mal selber, wir zwei. Ne? Nee. Obwohl, ich bin mir sicher, wenn das so weitergeht, haben wir die saure Gurke schon wieder gewonnen. So, das haben wir. Das haben wir. So. Dein Süppchen noch einmal hier. Ja, ich Nein, die ist nicht sauer. Ach, das dampft ja schon. Die muss ja nach Wein schmecken. Sehen Sie, das habe ich richtig im Gefühl gehabt. Also ich find, guck mal, die Frau hat ein gutes Gefühl. Ja, jawohl! Ja, gesagt. Ne? So, jetzt komm. Und nur von einer Seite wird das so gemacht. Nur von einer Seite, ja. Und was jetzt? Schnittlauch drauf? Da kommt es da rein. Schnittlauch? Ja, genau, in die Krautfleckel. Aber doch nicht alles. Nein, Teil. Und noch Würzen, bitte. Noch Würzen. Würzen schon mit. Du brauchst den Teller nicht anfassen. Hallo, das sieht aus wie eine abgewehte Liese. Schön heiß, ja. Süppchen reintun. Ja, schön hübsch. Oben drauf. Schneid die noch mal halb durch, so, damit er ein bisschen hübscher aussieht. Pfeffer und Salz. Pfeffer und Salz noch rein. Mmh, Applaus für Desene. Guck mal hier. Wunderbar. Aber die haben ja noch gar nicht gekostet. Sie wissen noch gar nicht, ob Pfeffer und Salz rein. Doch, da muss noch Pfeffer und Salz rein. Das weiß ich.
Aha, dann machen wir auf einem anderen Teller. Da muss noch Pfeffer und Salz rein. Vor allem aber Salz. Ach, Johann, ich komme mit deinem Stress. So, Salz brauchst du? Hier. Wo ist es denn? Ach, da. Salz. Das ist lecker. Nee. Obwohl, jetzt nimmst du auch wieder Salz, Johann. Kein Fleur. Das ist Fleur Sel. So. Eier in Specksoße. Weißt du, wie lange ich das nicht mehr gegessen habe? So. 70er Jahre. Herrlich, Johann. Mm. Ach, weißt du, wie das schon duftet? Wo man einfach sagt, ja, die Hühner haben sich gerne getrennt. Mit Vergnügen. Das kommt drauf oder an die Seite? Kommt drauf. So, wunderschön. So, jetzt kann man mal kurz gucken auf das Steak, wie das ist. Machen wir die. Und zwar Thunfischsteak. Aber schön roh, in der Mitte muss es richtig schön roh sein, ja? Guck mal, Johann, die Eier sehen so gut aus, als wären sie per Kaiserschnitt zur Welt gekommen. Ja. So, sehr schön. Ich mach deine Teller auch noch schnell sauber. Ja, machen wir, genau. Außen. Wahnsinn, das ist doch Wahnsinn. Kurz daneben. Das ist heiß das ist immer noch. In der Mitte warm. Hier ja. Mit dem Messer drauf tun. Leicht warm sein. Ja, weißt du, so richtig. Okay, jetzt kommt es da drauf auf das Steak. Schön die, drauflegen. Genau, schön drauf drapieren. Da. Bist du überrascht, wie gut es geworden ist, ja? Ich bin sehr stolz und jetzt bringen wir beide unser Essen schon mal an den Tisch. Ach, was hier? Blättchen dran tun. Schön drauf. So, und Süppchen an den Tisch. Komm raus, wir zwei gehen schon mal. Eine stellen wir mal hier hin. So. Eine Kleinigkeit zu trinken für uns. Bitte schön, Hopp, setz dich. Vielen Dank. Nee, hier, da, danke. Salz drauf. Und schon würde ich sagen, soll ich rüber tragen? Gehen wir essen. Ha, nee, Kinder. Schön, ne? Ja, wunderbar. Da kann man uns so sagen, was jeden uns tut. Ne? Ja. Liebe Desiree, auch ein bisschen hier von dem Chateau de Migraine. Auf jeden Fall. Ja, Chateau de Migraine, ganz leckeres Zeug. Spezial. So, also ich muss ganz ehrlich sagen, sensationelle Gäste. Ja, Johann, toll, also ganz ehrlich, ich war sehr glücklich heute. Guck mal, ich bin der Desiree sehr dankbar, denn ich habe heute wirklich einiges gelernt von dir. Ja, genau. Hopp, danke schön. Zumindest was die Zunge angeht. Ja. Desiree. Ja, ja, toll. Ja, und getreu unserem Verhältnis, siehst du schon, es ist alles schon rot zwischen uns beiden. Ja, ich merke schon. Also die Sendung kann, wenn überhaupt, nur noch übertroffen werden von live aus Mallorca. Dankeschön. Also, vielen Dank. Tschüss. Ciao.